bereits vierte Auflage des Ehrenfelslaufers in Berratshausen stand auf dem Programm. 21 Starterinnen und Starter des Armin Wolf Laufteams waren mit dabei. Es war alles vorbereitet. Pokale, die Stimmung einfach super. Wieder stand ein Benefizgedanke im Vordergrund, Unterstützung für das Senioren- und Pflegeheim St. Hedwig in Berratshausen. Das Armin Wolf Laufteam spendete 350 Euro, vom Laufteam-Sponsor Kieser Training kamen noch einmal 250 Euro dazu. Für den Muco Move, eine Aktion der Mukoviszidose e.V., wurde kräftig Werbung gemacht. Wie immer ein Höhepunkt der Bambini-Lauf, der nicht ganz ohne Stürze verlief. 4, 3, 2, 1, go! Toller zweiter Platz für Paula Heerwagen. Medaillen gab es in Hülle und Fülle, auch für Hannes. Und dann die beiden Kinderläufe. Wo sind die Eltern? Seid ihr bereit zum Anfeuern? Jawohl, wir bilden eine große Klasse hier. 3, 2, 1, go! Langsam los! Super Tobi! Luis, du bist auch eine gute Schwimmerin und der Fabian knapp hinter ihr. Sieger über die 2,6 Kilometer wurde Finn Wieland vom Armin Wolf Laufteam Future. Es ist der Finn Wieland. Er ist schon gemeldet. Nach dem Nachwuchs kamen die Erwachsenen. Justine, auf geht's! Die Kehle, auf geht's! Die Hände nach oben! Jawohl! 4, 3, 2, 1, go! Wieder als Außenreporter unterwegs, Mane Seebauer. Bei Mr. Ahmad, eben haben wir Berratshausen verlassen und sind sofort in einer bildschönen Naturkulisse. Bergsteigerparadies. Gefällt's dir hier? Schöne Strecke, oder? Ja. Alles dokumentiert. 2 Kilometer sind geschafft vor 10 beim Ehrenfelslauf. Im Ziel wartete auf die Sportlerinnen und Sportler unter anderem diese super Verpflegung. Absolut. Es sind ja auch welche aus Afghanistan mit dabei, was für uns ja auch immer ganz wichtig ist im Sport. Oder auch aus dem Behindertensport. Und das verbindet ja den Sport und das macht ja so viel Spaß. Dankeschön, Jörg. Dann bitte ab zu den letzten Dehnübungen. In 4 Minuten geht's los. Ganz toll die Stimmung in Berratshausen. 4, 3, 2, 1, go! Wir sind beim Ehrenfelslauf in Berratshausen. Riesenstimmung, gerade eine tolle Siegerehrung für die Kinder und Jugendlichen. Und der Bürgermeister ist bei mir, Matthias Bär. Matthias, dein Eindruck? Es ist eine Wahnsinnsstimmung mal wieder in Berratshausen. Es ist Rekordteilnehmerzahlen. Wir sind einfach glücklich. Das ist bei uns im Veranstaltungskalender mittlerweile das Highlight jedes Jahr. Und wir sind einfach stolz darauf, was der TSV da aufzieht.
vor allem auch, was mich besonders so freut, dass das alles für einen guten Zweck ist. Man, dein Laufteam, das Armin Wolf Laufteam, spendet 600 Euro aus dem gesamten Topf extra nochmal on top für das Seniorenheim in Beratzhausen. Das will man mehr, also einfach top. Habt ihr Spaß? Und der Michael hat eine blaue Nummer, sprich 10 Kilometer. Ja, du sagst es. Aber er macht es mit einem Lächeln. Noch. Ist gerade am Überholen. Führungsradler, 5 Kilometer Lauf. Der hat 10 Minuten später gestartet. Natürlich, der Jonas Fischer hat da schon zigmal gewonnen. Wir werden auch beim Ringspruchmarathon sicherlich wieder sehen. Und die Kirsten Bscheidl, gefolgt vom Josef Kaiser. Armin Wolf Laufteam, sensationell. Servus, Joe Weigert, Ultralauflegende, so kurze Strecken kennt er normal gar nicht. Dr. Chris Kohlbeck. Danke dir. Beim den vergangenen Läufe habe ich mir immer gedacht, jetzt muss ich mal die Prothesen zeigen, wie kann man mit der Prothesen da auf Hackschnitzel laufen und auf der schlechten Teerstrecke. Jetzt haben sie extra geteert, jetzt kann er Gas geben. Der Ali läuft die 5 Kilometer, klasse. Justin gibt Gas. Die ist auf 10 Kilometer unterwegs und läuft dieses Höllentempo fürs Armin Wolf Laufteam. Oh Gott, muss ich mir anstrengen, dass ich dranbleiben kann. MDB Peter Aumer ist bei mir. Peter, ich muss das jetzt ansprechen. Du hast zweimal die Startpistole gehabt und zweimal wurde nicht geschossen. Was war los? Ja, wir leider nicht geladen, aber trotzdem sind alle pünktlich gestartet und ich hoffe, dass alle auch wieder gut ins Ziel kommen. Ja, das ist überhaupt das Wichtigste. Bisher gab es einen kleinen Sturz beim Bambini-Lauf, aber auch da ist Gott sei Dank nichts Größeres passiert. Du bist regelmäßig hier in Beratzhausen, aber auch regelmäßig beim Ehrenfelslauf. Dein Eindruck von der vierten Auflage? Also ich bin gern da. Man merkt, dass alle voll Leidenschaft sind und dass natürlich die Motivation da ist, auch Erster zu werden. Das haben wir gerade bei den Jungen jetzt gemerkt. Und das ist auch schön sportlich, fair, wie es gehört. Und die Verbindung auch mit der Burg Ehrenfels ist ja immer ganz was Besonderes, dass man die Verbindung von Tradition und Fortschritt da gemeinsam sieht. Es war eine großartige Siegerehrung für die Kinder und Jugendlichen. Das war einfach bewegend, oder? War bewegend. Und wenn man sieht, mit wie viel Herzblut die Kinder, die Jugendlichen da mit dabei sind, aber auch die Erwachsenen, dann glaube ich, spricht das auch für Beratzhausen. Das ist ein tolles Zeichen des Zusammenhalts und des Miteinanders. Dankeschön, Peter Aumer. So, jetzt schnauft noch 5 Minuten. Sauber, Markus. Die 555 von den Puffreisvögeln. Florian. Steffi Heerwagen. Knapp unter 25 Minuten nach dem Guido, nach dem Simon Irrgang, unsere Schwimmerin. Heute schon im Schwimmbad gewesen und trainiert. Und Justine Dietrich.
dabei sein, Conny. Stefan Irgang im Ziel. Nora Buchfelder, Verena Buchfelder. Ferdinand Gassner mit knapp über 40 Minuten. Ja. Christian Söllner vom LLC Marathon. Die sind mit 17 Läuferinnen und Läufern angereist. Bettina Amon. Und da darf der Ehemann nicht fehlen, der Jörg. Johann Rappe. Super, Michael. Du bekommst gleich deine offizielle Zeit exklusiv. Leichtfüßig wie ein Reh. Wolfgang, tolles Outfit von Beate und Norbert. Schöne Trikots. Vom LLC. Ausgelassene Stimmung, tolles Wetter, Rekordteilnehmerzahl mit über 500. Ehrenfelslauf, du bist super. Während sich die einen stärkten, bereiteten die anderen schon die Siegerehrungen vor. Das war er, der Ehrenfelslauf 2024. Schon mal vormerken, 2025 treffen wir uns alle am 10. Mai.